Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zum Miknaufs Deli zur Wochenmitte. Ja, wir haben zwar einiges an Zahlen diese Woche gehabt, aber der Markt scheint sich tatsächlich aktuell nicht so richtig aufzubäumen und dann nach oben zu wollen. Zur Stunde liegen wir rund um die Marke von 12.450, laufen also die ganze Zeit mehr oder minder schon seitwärts. Das heißt, die Höhenflüge, die sind zuerst einmal jetzt vorbei, weil wir müssen ja über die Marke von 12.750, damit wir dementsprechend mal wieder weiter steigende Kurse sehen. Aber das gleiche Thema haben wir in den Vereinigten Staaten auch. Der Dow Jones gestern zuerst einmal auch um 1,1% abgetaucht bei 25.400 Punkten. Da war es die Rede von Jerome Powell, dem neuen Chef der Federal Reserve in den Vereinigten Staaten. Naja, klar, der hat natürlich die Konjunkturseite aufgemacht, die Wirtschaftsseite aufgemacht, das Thema Inflation natürlich näher beleuchtet und da sind dann justamente direkt mal wieder Zinssorgen in den USA aufgetreten. Da hat man Ängste und Befürchtungen, dass doch durchaus mehr an der Zinsschraube gedreht werden könnte, als der Markt das aktuell auf dem Kopf hat. Das heißt also hier tatsächlich dann mal wieder Ungewissheit, wie viele Zinsschritte es geben könnte und vor allen Dingen, wie sehr an der Zinsschraube gedreht wird. Dieses Thema wird uns auch sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen weiter begleiten. Und wir hatten ja heute einen GfK-Konsumklimaindex, der etwas abgefallen ist. Das heißt, das Konsumentenverhalten hat sich dann doch leicht, ganz leicht eingetrübt. Aber das mag natürlich auch an den Monaten Januar und Februar gelegen haben. Ja, aktuell laufen wir also tatsächlich eher seitlich, warten auf neue Impulse. Aber die Frage ist natürlich, wo könnten die bei Zeiten natürlich herkommen, um hier tatsächlich wieder weiter steigende Kurse zu sehen? Denn ansonsten laufen wir auch in den nächsten Tagen und Wochen zuerst einmal ganz klar in der Seitwärtslage. Naja, und ansonsten hatten wir natürlich diese Woche jede Menge Zahlen. Fresenius, Fresenius Medical Care, BASF haben ihre Bücher geöffnet. Und da muss man sagen, gerade Fresenius konnte bei Zeiten ordentlich punkten gestern. Also da hat man dann doch mit dem Ergebnis, dem Umsatz, dem Gewinn hier tatsächlich die Anleger überzeugen können. Deswegen Fresenius auch gestern einer der stärksten Werte. Heute dagegen hat Bayer die Bücher geöffnet. Naja, und da war man überhaupt nicht einverstanden mit den Zahlen von der Anlegerseite aus, vor allen Dingen halt eben auch die teure Übernahme von Monsanto, 66 Milliarden schlagen ja da zu Buche, scheint tatsächlich ein wenig die Aktie auszubremsen und vor allen Dingen ein Thema, da schauen ja die Börsianer immer drauf, ist ja dann der Ausblick der Vorstandsvorsitzenden, der Finanzvorstände und der war nun auch nicht so euphorisch, dass sich da hätten die Anleger anstecken lassen, deswegen die Aktie auch heute über 3% im Minus. Ja, viele sagen, uns fehlt ein wenig die Fantasie, uns fehlt ein wenig Schuspe bei der Bayer-Aktie, aber das könnte sich natürlich relativ schnell wieder ändern, wenn tatsächlich hier die Übernahme von Monsanto tatsächlich mal gelungen ist, durchgeführt worden ist, wenn man hier dann mal die Bücher auch mal schließen kann. Das heißt also, die Aktie notiert ja ordentlich im Minus, das heißt, hat einiges an Prozenten in den letzten Wochen und Monaten verloren. Ja, und da könnte allerdings, wie gesagt, sollte das Thema Monsanto mal mit einem Haken versehen sein, tatsächlich wieder mehr Fantasie und Spekulation in die Bayer-Aktie zurückkehren. Ja, ansonsten haben wir eine starke Adidas-Aktie heute. Ja, da ist man natürlich ganz klar darauf, natürlich den Umsatz, den Gewinn noch weiter nach vorne zu treiben. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Kaspar Rohrstedt hat sich hier sehr, sehr positiv geäußert. Und wenn wir mal auf die Adidas-Aktie schauen, meine war 2016 schon einer der Highflyer an der Börse. 2017 ist es auch wirklich hervorragend gelaufen. Also die Herzogenauacher haben bis dato tatsächlich immer wieder hervorragend ihren Job gemacht und das haben die Anleger bei Zeiten auch immer wieder honoriert. Ja, wir schauen natürlich jetzt schon ein bisschen voraus. Meine, wir haben ja jetzt dann morgen einen neuen Börsenmonat und am Sonntag dann die Wahlen in Italien. Ja, und da hat natürlich so manch einer Ängste und Befürchtungen, dass halt eben vor allen Dingen die euroskeptischen Parteien in Italien dann doch zu mehr Kraft und zu mehr Stärke kommen könnten und dass eventuell ein gleiches Szenario vielleicht drohen könnte, wie seinerzeit in Großbritannien. Damit hatte ja auch keiner gerechnet, dass halt eben die Engländer gegen Europa voten, gegen Europa wählen und jetzt der Brexit natürlich ausgeführt werden soll
und muss. Naja, da hat man natürlich da auch Angst, dass es ähnlich in Italien auch kommen könnte. Aber so weit sind wir da natürlich noch nicht. Müssen zuerst einmal die Wahlen am Sonntag natürlich abwarten. Ja, wir haben ja am Sonntag auch nochmal Wahlen. Da geht es natürlich um die GroKo. Da muss ja die SPD darüber abstimmen. Wollen sie eine große Koalition? Wollen sie sie nicht? Da wird man ja eine Mitgliederbefragung durchführen. Auch das Thema natürlich ganz klar spannend. Naja, und dann bekommen wir morgen nochmal Zahlen von Beiersdorf. Ja, die sollten durchaus interessant sein. Die Beiersdorf-Aktie hat sich diese Woche gar nicht so schlecht entwickelt. Werde ich Sie natürlich ganz klar am Freitag auf dem Laufenden halten. Also heute zuerst einmal, wie gesagt, ein etwas seitwärts laufender Markt. Das könnte uns, wie gesagt, die nächsten Tage und Wochen auch weiterhin durchaus halt eben passieren, dass wir dieses Szenario halt eben klagen, wo wir halt eben keine großartigen Kurssprünge weder nach oben noch nach unten sehen. Sollte es neue Nachrichten geben, Sie wissen, ich informiere Sie ja dreimal die Woche. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute einen guten, einen nicht allzu kalten Handelstag. Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen der Börse gewogen.